herzliches Willkommen. Wir sind bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Wir haben die Sonne, die Venus, Jupiter und Merkur in Zwillinge. Sehr viel Kommunikation, neue Kontakte, möglicherweise auch neue Interessen. Man sollte sich aber nicht zu sehr von allem ablenken lassen. Wir haben den Mars im Stier. Das birgt gute Arbeitsmoral, also dass man dranbleibt. Auch mit dem Mond in der Jungfrau ist man akkurat, arbeitet an den Dingen. Wir haben Gott sei Dank diese kritischen Energien hinter uns gelassen und hoffentlich nicht zu viel Geschirr zerdeppert mit der Quadratenergie Mars-Pluto und dann auch gestern noch Merkur-Saturn-Quadrat. Also ich hoffe, das ist gut verlaufen. Wir haben Neptun-Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen. Wir haben Uranus im Stier auch. Veränderungen können plötzlich vorkommen, aber wir haben heute keine negativen Aspekte. Das ist schon mal sehr gut. Der rückläufige Pluto im Wassermann ist weiterhin vorhanden und birgt natürlich mit Jupiter in Verbindung immer den Ehrgeiz. Man möchte vorankommen, man möchte erfolgreich sein und sich verwirklichen. Solange das nicht übertrieben wird, ist das alles super. Und wenn man akkurat arbeitet, fleißig ist und eben seinen Verpflichtungen nachkommt, denke ich, ist das auch gar kein Problem. Wie gesagt, heute keine negativen Aspekte. Lasst es euch gut gehen und geht es ruhig an. Und wir schauen uns das natürlich für alle in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Weiterhin Sonne, Venus, Jupiter, Merkur in den Zwillingen. Wir haben den Mond in der Jungfrau. Das gibt Erdkraft, also dass man auf dem Teppich bleibt, ist ein bisschen nörgelig. Aber wir haben zumindest die Quadrate hinter uns erstmal. Das bedeutet, ich hoffe, das hat nicht viel Zoff gegeben. Wir haben weiterhin natürlich den Pluto im Wassermann rückläufig, der mit Jupiter weiterhin natürlich auch ehrgeizig macht, wenn auch etwas gedämpft. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen, gefühlvoll, bedeutet einfühlsam die Situation auch ein bisschen lesen können, gefühlsmäßig. Wir haben ja Uranus im Stier, den Mars im Stier. Das gibt so ein bisschen Ruhe. Man kann in Ruhe arbeiten, sollte das auch tun und sich nicht stören lassen, beziehungsweise auch dann sich zurückziehen, wenn es einem zu viel wird. Und ja, ich denke mal, dass du gut vorankommst und dass hoffentlich, wie gesagt, nichts eskaliert ist in den letzten Tagen. Ansonsten sollte es ruhig und pragmatisch vorangehen. Und dann haben wir auch diese Woche fast geschafft. Wir schauen jetzt mal, was wir für dich als Widder haben an diesem Donnerstag. König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit, jemand, der die Wahrheit spricht oder jemand, der Ahnung von etwas hat. Wir haben die 5 der Kelche. Kann bedeuten, dass du auf die Hilfe von jemandem angewiesen bist und dir das nicht so behagt. Du hast natürlich Ideen, wie du Dinge voranbringen kannst. Jedoch solltest du hier nicht zu stolz sein, die Unterstützung zu suchen. Ja, es fällt dir zwar schwer, hier zu sagen, pass mal auf, ich brauche deine Hilfe oder ich brauche einen Rat, aber du kommst wahrscheinlich nur voran, wenn du eben die Expertise, den Ratschlag oder den Hinweis von jemandem hast, der, ich sag mal, mehr weiß über ein Thema. Mit dem Ast der Kelche, wie gesagt, solltest du auf dich selbst Acht geben. Auf der einen Seite, also dass du dich nicht übernimmst und nicht aus lauter Stolz vielleicht auch versuchst, die Dinge alleine zu lösen. Manchmal ist es besser, über seinen Schatten zu springen und jemanden zu bitten, ja, Rat zu geben oder eine Klärung herbeizuführen. Mit dem Ast der Kelche geht es auch darum, dass du danach suchst, was du wirklich brauchst und benötigst und was dir wichtig ist. Damit solltest du arbeiten, ja, auch in Bezug auf andere, im Team, mit einer Gruppe oder mit einer familiären Verbindung oder persönlichen Verbindung. Ich glaube, dass du hier auf jeden Fall auf
eine Sache auf jemanden mit Expertise zurückgreifen solltest. Das ist mein guter Rat für dich heute. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, lieber Stier. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024 mit Sonne, Venus, Jupiter und Merkur weiterhin in den Zwillingen. Da kann ordentlich was los sein. Der Mond befindet sich in der Jungfrau, was natürlich auch sehr schön ist, weil eine Erdenergie wie deine und die sich mit dir verbindet. Man kann aber trotzdem ein bisschen nörgelig und kritisch sein, überkritisch sogar. Versuche da eben, ja, ich sag mal, lieber die freundliche Variante hervorzuholen. Du hast den Mars im eigenen Zeichen und wir haben jetzt Gott sei Dank die Quadrate hinter uns und ich hoffe, das hat auch bei dir nicht irgendwie gekracht oder so und die Ratschläge haben dir geholfen. Wir haben auch den Uranus in deinem Zeichen, also kleine Veränderungen, Feinjustierungen sind durchaus möglich, natürlich im engeren Rahmen, nicht im weiten. Wir haben weiterhin den Pluto im Wassermann rückläufig, der auch weiterhin Ehrgeiz fördert. Das kann funktionieren mit der Energie von Mond in Jungfrau. Man sollte nur nicht übertreiben und so perfektionistisch sein, das ist wichtig. Dazu kommt natürlich auch Neptun, Saturn in den Fischen. Einfühlsam sein, die Dinge erkennen, wie die Stimmung ist, wie man mit anderen reden sollte oder wie was gemeint ist. Ich denke, das sollte ganz gut funktionieren und da kommst du hoffentlich auch gut voran. Wir schauen uns jetzt an, wie das aussieht heute am Donnerstag. Ja, da ist der Widerstand, da ist die 7 der Stäbe. Das bedeutet, man steht für seine Sachen ein, man sollte aber nicht zu stur vorgehen. Da haben wir eine Kränkung, da haben wir eine Enttäuschung und wir haben freundliches Entgegenkommen. Ja, ich habe den Eindruck, dass du möglicherweise auch als Stier vielleicht ein bisschen auf einer Sache beharren könntest, ein bisschen zu sehr auf etwas, ja, ich sage jetzt mal, hinweist oder jemanden zurechtweist auch, ja. Bleibe freundlich, wir haben das Ass der Kelche. Das, was du an andere weitergibst, das ist auch das, was auf dich zurückkommt. Auch wenn du dich geärgert hast, ja, das kannst du durchaus auch sagen. Aber wenn du dann auf den, ich sag jetzt mal, normalen Umgangston zurückwechselst, dann wird dir auch dein Gegenüber dafür sehr dankbar sein, ja. Es geht darum, eine Einigung zu erzielen mit Freundlichkeit, auch mit Einfühlungsvermögen. Also vielleicht hat dich ja auch jemand gekränkt, vielleicht kommt auch eine Entschuldigung. Ja, dann solltest du das zumindest anhören und je nachdem, was da war, vielleicht jetzt die Tage mit den Quadraten, solltest du dir überlegen, wie du da weiter vorgehen willst. Das Ass der Kelche ist, was ist für dich das Beste? Wobei fühlst du dich am wohlsten und wie möchtest du das geregelt wissen? Lass dir ruhig Zeit damit, du musst nichts überstürzen, du musst auch nicht sofort klein beigeben, das ist damit nicht gemeint. Es kommt immer darauf an, wie man sich selber fühlt damit, ja, und vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen Zeit, um diesen Fauxpas oder diese Sache, die da vielleicht noch im Raum steht, zu bereinigen, dass du da noch ein bisschen Zeit brauchst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Wir haben die Sonne, die Venus, Jupiter und Merkur in deinem Zeichen. Da geht's richtig gut ab. Das geht schon die ganze Zeit. Mit dem Mond in der Jungfrau ist gute Planung, gute Vorbereitung wichtig und natürlich Verlässlichkeit, denn sonst kriegst du es um die Ohren gehauen. Im übertragenen Sinne natürlich. Denn die Jungfrau-Energie ist sehr kritisch, ja, und will eben alles genau. Also mach lieber langsamer und sorge dafür, dass die Dinge korrekt sind. Neptun und Saturn befinden sich in den Fischen. Mit Neptun, weißt du, siehst du nicht immer ganz klar und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man jemand Kritischen an der Seite hat, der mit aufpasst. Ja, es ist nicht immer schlecht, jemanden zur Seite zu haben, der eben auch ein bisschen genauer hinschaut, ja. Mit Mars im Stier ist auch eine Erdenergie, pragmatisch, verlässlich, aber eben auch mit Pausen. Man soll nichts überstürzen, sondern langfristig denken.
Wir haben auch den Uranus im Stier, der birgt Überraschungen, aber die haben, ich sag mal, du hast keinen Einfluss darauf, wie die ausgehen. Der Pluto ist weiterhin rückläufig im Wassermann und ist natürlich auch weiterhin ehrgeizig in Verbindung mit Jupiter, auch wenn man das nicht so direkt spürt. Man sollte nicht zu hoch greifen, man sollte nicht zu viel wollen, ja. Und Einfühlungsvermögen mit der Fische-Energie ist auf jeden Fall wichtig. Aber du weißt, dass Neptun eben auch manchmal falsche Gedanken und Gefühle dir unterjubelt, ja. Und deswegen ist da eine gewisse Vorsicht geboten. Was haben wir heute an diesem Donnerstag, wo übrigens kein Quadrat vorherrscht? Naja, ein bisschen bekümmert bist du mit dem Mond. Wir haben die 8 der Münzen. Du weißt nicht, ob du das schaffst oder ob das so das Richtige ist. Lass dir helfen. Ich habe es dir ja gesagt. Es ist nicht verkehrt, wenn jemand dir zur Seite steht. Wenn du jemanden um Rat fragst oder wenn du einen Fehler gemacht hast. Es ist schlimmer, wenn man das nicht teilt mit anderen, sondern diesen Fehler erstmal größer werden lässt. Und ich glaube, wenn du um Hilfe bittest, wird dir auch gegeben. Die 6 der Münzen besagt auch, dass das ausgeglichen werden kann, aber nur, wenn du auch, ich sag mal, dich darum kümmerst, wenn du dann auch auf die Person oder Personen zugehst und bittest du, mir ist hier ein Fauxpas passiert oder vielleicht hat es ja auch was mit den Quadraten der letzten Tage zu tun, mit Merkur oder auch zwischen Pluto und Mars-Energie. Dann sollte man kleinere Brötchen backen und sollte vielleicht auch dafür sorgen, dass sich die Wogen wieder glätten und man aufeinander zugehen kann und dann eben auch dafür sorgt, dass die Dinge wieder gut laufen, ja. Akribie, Fleiß, Zusammenarbeit, Einfühlungsvermögen sind ganz, ganz wichtig und dann funktioniert das auch. Also sei nicht zu eigensinnig oder denke, dass du keine Hilfe brauchst. Wir brauchen alle ab und zu mal ein bisschen Unterstützung. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, lieber Krebs. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Die Sonne, die Venus, Jupiter und Merkur weiterhin in den Zwillingen. Da kann mächtig was los sein. Schön ist, dass der Mond sich in der Jungfrau befindet, eine gewisse Bodenhaftung generiert, ist aber auch ein bisschen nörgelig und kritisch. Also es kann passieren, dass jede Kleinigkeit da groß breit getreten wird, ja, und das ist natürlich unangenehm, also nimm dir lieber Zeit, die Dinge in Ruhe anzugehen, auch mit dem Mars in Stier, der eben auch Ruhe verbreitet und langfristige Planung, also lieber langsamer und weniger und dafür fehlerfrei, dann gibt's auch keinen Stress. Uranus befindet sich ebenfalls im Stier und gibt dir auch etwas an die Hand, nämlich Feinjustierungen vorzunehmen und wenn du das siehst und kannst, solltest du das tun. Mit Neptun und Saturn wird natürlich deine Intuition unterstützt, das Zwischenmenschliche, das man eben nicht ausspricht, aber spürt. Das hilft manchmal, eine Situation zu erkennen und sich darauf einzustellen, auch bei einem selbst, ja, wie man sich fühlt. Man kennt sich ja selbst am besten, sollte zumindest so sein. Wir haben auch weiterhin den rückläufigen Pluto im Wassermann, der natürlich auch mit Jupiter weiterhin so ein bisschen Ehrgeiz schürt, wenn auch nicht so stark, wie das mal zu Anfang der Fall war. Aber trotzdem, man sollte trotzdem langsam machen und sich nicht beirren lassen. Wir schauen uns jetzt an, was wir für den Krebs am heutigen Donnerstag so haben. Und zwar, Kommunikation, Austausch ist immer gut, die Gespräche sind wichtig. Das führt zu Heilung, vielleicht auch, wie gesagt, die Tage mit den Quadraten. Da hat man ja einiges, was so schief laufen konnte. Ast der Kelche, es geht auch darum, dass du dich um dich selbst kümmerst. Es bedeutet, dass du dich selber wichtiger nimmst und auch vielleicht darüber redest, dass jemand zum Beispiel deine Gefühle verletzt hat und dass du vielleicht auch das aus der Welt schaffen möchtest. Vielleicht kommt auch jemand zu dir und möchte das klären. Dann solltest du da, wenn es dir wichtig ist, natürlich auch ein offenes Ohr haben. Das führt zu Veränderungen, ja. Ich denke auch, dass du für dich auch gewisse Veränderungen möchtest, ja. Uranus ist Veränderung und du hast als Krebs die Möglichkeit, mit Uranus im Stier Dinge
ich sag mal, festzuzurren oder zu verändern, zu beeinflussen in einer bestimmten Form. Das heißt nicht, dass du manipulieren sollst. Es heißt, dass du in klarer Kommunikation dafür sorgst, dass die Dinge heilen, damit es dir und auch deinen Mitmenschen besser geht. Diese Veränderung kommt sowohl dir selber als auch den anderen zugute. Aber man muss natürlich beide Seiten hören und man muss natürlich auch sehen, wie die Dinge ja liegen gerade. Das ist bei jedem Jahr anders und man sollte auch nicht nur auf sich achten, aber ich denke, dass du mit deiner Intuition auf jeden Fall den richtigen Weg wählst und die Heilung suchst im Gespräch, im Austausch mit anderen und natürlich auch mitteilst, was du dir wünschst. Ja, woher sollen die anderen das sonst wissen? Denn die sind ja meist nicht mit so starker Intuition ausgestattet. Deswegen halte ihnen zugute, dass sie über die Kommunikation von dir solche Hinweise erfahren können. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Wir haben die Sonne, die Venus, den Jupiter und den Merkur weiterhin in den Zwillingen. Kommunikation ist großartig, kann natürlich dazu führen, dass man sich zu vielen Dingen verschreibt oder dass man zu wenig Zeit für so viele Dinge hat. Man sollte sich wirklich die Rosinen rauspicken. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, weil wir gerade eben auch den Mond in der Jungfrau haben. Fehler werden an die große Glocke gehängt, deswegen sollte man sich Zeit nehmen bei dem, was man tut. Wir haben auch den Mars im Stier, ruhiges, akribisches Arbeiten mit Pausen, ja, und auch ein bisschen Erholung dazwischen bringt die besten Ergebnisse, auch langfristig. Und mit Neptun und Saturn natürlich auch auf seine Mitmenschen achten, also eine gewisse Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, was das Miteinander betrifft, ja, das kann nicht schaden. Im Gegenteil, es macht einen klüger, auch im Umgang mit anderen. Wir haben dann den rückläufigen Pluto im Wassermann, der immer noch in Verbindung steht mit Jupiter und natürlich auch deinen Ehrgeiz schürt. Dabei sollte man natürlich nicht maßlos übertreiben, sondern auf dem Teppich bleiben. Und dabei helfen halt die Erdenergien. Wir haben ja Gott sei Dank keine Quadrate mehr, aber diese Quadrate können natürlich immer noch Auswirkungen haben. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das so beim Löwen aussieht. Da haben wir Geselligkeit, Gesellschaft, Miteinander. Wir haben die Sonne, das ist sehr positiv. Und wir haben einen leidenschaftlichen Neubeginn, das ist sehr vielversprechend. Das bedeutet, dass man sich für etwas begeistert. Aber wie immer bei Zwillinge-Energie solltest auch du als Löwe dich genau informiert haben, ja, worum es da geht, ob das das Richtige ist, ob du alle, ich sag mal, Details kennst, beziehungsweise ob du gut informiert bist, ja. Diese Leidenschaft kann ja auch manchmal ad hoc entstehen und man lässt sich auf irgendwas ein, unüberlegt. Wir haben die Welt und das bedeutet, dass man etwas hinter sich lässt, etwas Neues beginnt. Das kann sehr gut funktionieren, aber man sollte nicht ungeprüft und ohne, dass man so ein paar Sicherheitsleinen gespannt hat, einfach irgendwas hinter sich lassen. Wenn das gut vorbereitet und gut geplant ist, kann man das durchaus auch durchführen. Ich denke auch, dass du gute Unterstützung hast, tolle Kontakte. Aber wie gesagt, auch mit Neptun und Zwillinge-Energie darf man und soll man nicht alles glauben, was einem erzählt wird oder versprochen wird. Und selbst sollte man auch nicht leichtfertig Versprechungen machen. Man kann sich sehr leicht verzetteln oder in Abhängigkeiten begeben, was man dann nachher erst merkt. Also deswegen eine gewisse Vorsicht ist auf jeden Fall wichtig. Ansonsten gönne ich dir das natürlich, dass du tolle Verbindungen hast, mit Leidenschaft vielleicht was Neues beginnst. Aber es sollte eben auch gut überprüft sein. Du solltest dich nach allen Seiten hin abgesichert haben. Ich wünsche dir dabei natürlich weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024 mit Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in Zwillingen. Kommunikation rotiert natürlich, ist richtig viel los. Der Mond ist in deinem Zeichen, hält dich auf dem Boden der Tatsachen, gibt dir gute Planung, Vorbereitung und macht dich natürlich auch wie immer ein bisschen kritisch. Ja,
Da solltest du dann natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Mit Neptun und Saturn in den Fischen brauchen wir Einfühlungsvermögen und Neptun verwehrt dir so den Gesamtüberblick oder den Durchblick bei bestimmten Dingen. Sorgt manchmal dafür, dass deine Gefühle ein bisschen verwirrt sind oder auch deine Gedanken so ein bisschen in die Fantasie abschweifen. Das kommt durch Gespräche, Gerüchte, man, stellt gedankliche Verbindungen her, die nicht unbedingt real sein müssen. Da ist Vorsicht geboten, auch weiterhin. Wir haben ja den rückläufigen Pluto im Wassermann, der auch weiterhin natürlich den Ehrgeiz fördert in Verbindung mit Jupiter, wenn auch nicht so stark wie zu Beginn. Aber du bist sowieso ehrgeizig, fleißig und du musst auch manchmal aufpassen, dass du dich da nicht zu sehr vor einen Karren spannen lässt, ja. Der Mars im Stier gibt dir natürlich die Kraft, akribisch zu arbeiten, aber denk an die Pausen, denk an Regeneration und dass du dich nicht übernimmst, das ist wichtig. Da kannst du mit Uranus im Stier auch die richtigen Veränderungen vornehmen und das solltest du unbedingt auch tun. Zum Glück haben wir ja heute keine Quadrate. Was haben wir jetzt für die Jungfrau? Ja, da ist noch etwas fertigzustellen. Das ist, denke ich, für dich kein Problem. Mit den 5 der Kelche, ja, bedauerst du vielleicht, dass du nicht mehr Einfluss auf etwas hast. Aber es macht dir vielleicht nicht ganz so viel aus, wenn du mit dir selbst im Reinen bist und vielleicht auch ein paar Entscheidungen triffst, wie du weiter vorgehen willst, wo du dich vielleicht auch mal ein bisschen schonen willst. Wenn du nach getaner Arbeit eben auch ein bisschen Zeit fürs Private hast, das wäre auf jeden Fall ganz schön. Mäßigkeit ist ja Gefühl, das Wasser und natürlich das Sachliche, das Umsetzen in Verbindung. Und wir haben die Zurückhaltung. Du willst noch keine Entscheidungen treffen, aber du solltest immer darauf achten, wie es dir körperlich und seelisch geht und dich natürlich von Neptun da nicht zu sehr unter Druck setzen oder eben auch Dinge, zusammen denken, die vielleicht nicht der Realität entsprechen. Es ist immer wichtig zu prüfen. Vielleicht ist das auch etwas, was du erstmal prüfen möchtest, bevor du Entscheidungen triffst. Mit der Augenbinde sehe ich auch, dass man manche Dinge einfach nicht wahrhaben möchte. Auch das kann ich nachvollziehen. Trotzdem bringt dir eine schöne Lüge nichts, wenn dann die Wahrheit, irgendwann eintrifft oder sich verselbstständigt. Deswegen ist es immer wichtig, diese Augenbinde abzunehmen. Man hat natürlich Zeit dazu, sich da zu orientieren. Und das solltest du in naher Zukunft auf jeden Fall tun. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Sonne, Venus, Jupiter und Merkur weiterhin in den Zwillingen. Trägt dich als Waage auch wunderbar durch die Zeit. Das Einzige, wo du Acht geben musst, ist, dich nicht zu verzetteln, nicht zu nervös zu werden, dich nicht zu sehr verunsichern zu lassen durch möglicherweise zu viele Kontakte oder Gespräche oder Dinge, die so aufregend sind oder die du alle machen möchtest. Es ist die Gefahr immer gegeben mit Zwillingenergie. Man nimmt sich zu viel vor, man verspricht leichtfertig und man wird darauf festgenagelt. Ja? Umgekehrt kann man sich natürlich auch von gewissen Dingen zu viel versprechen. Das ist so die Gefahr, die das Ganze umgibt. Ansonsten, wenn du das beherzigst, kann das sehr gut und sehr erfolgversprechend sein. Der Mond befindet sich ja in der Jungfrau und lässt gut planen, gut vorbereiten, sich gut organisieren. Das solltest du unbedingt auch tun. Gleichzeitig solltest du die Ruhe bewahren. Ja, also nicht hektisch werden oder aufgebracht oder irgendwas, nervös. Denn da passieren Fehler und die werden mit der Jungfrau-Energie, direkt an die große Glocke gehängt. Und deswegen ist Ruhe und Gelassenheit äußerst wichtig. Dabei hilft auch der Mars im Stier, der natürlich Ruhe reinbringt und auch sagt, lass 5 gerade sein, mach lieber weniger, mach das aber wirklich mit akkuraten Werkzeugen, mit akkurater Herangehensweise, dann kann dir nichts passieren. Auch der Uranus befindet sich im Stier und bringt auch Überraschungen, hat aber jetzt, wie gesagt, nicht großartigen Einfluss auf die Waage, aber vielleicht bringt es ein wenig Ruhe rein. Mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann und dem Jupiter kann es durchaus auch noch Ehrgeiz geben. Klar,
Aber man sollte sich trotzdem auf das Notwendigste und Wichtigste besinnen. Mit Neptun und Saturn natürlich auch auf das Zwischenmenschliche. Denn daraus kann man viel erlesen, wie man mit Dingen umgehen kann oder wie die Mitmenschen so unterwegs sind. Das kann manchmal ausschlaggebend sein für Erfolg oder Misserfolg. Wir haben Gott sei Dank heute keine Quadrate. 10 der Stäbe, du musst noch irgendwas fertigstellen, da solltest du dich dann dran begeben. 10 der Kelche ist ganz viel Liebe, familiäres, gute Gefühle, ja auch, dass du natürlich mit Akribie dabei bist. Der Turm sagt ja auch, weniger ist mehr, Platz schaffen für Neues, bedeutet auch, ich muss erstmal das, was ansteht, zuerst machen, damit ich Zeit zum Beispiel auch fürs Private habe. Wir haben die 2 der Kelche, Gespräche auf Augenhöhe. Man ist sich wahrscheinlich auch einig, ne? Auch privat und so weiter, aber trotzdem gibt es immer noch so Kleinigkeiten, Detailfragen oder Dinge, die noch nicht ganz abgeschlossen sind. Das sollte man nicht unter den Teppich kehren. Ganz wichtig, liebe Waage, man sollte die Dinge, die man sich vorgenommen hat, auch tatsächlich in die Tat umsetzen, weil sonst kommen die irgendwann wie ein Bumerang zurück. Deswegen, egal ob Karriere oder privat und so weiter, was man sich vorgenommen hat, daran muss man oder sollte man sich halten, damit das auch klappt. Hindernisse beseitigen und auch Hürden nehmen. Und das geht eben nur durch eine gewisse Disziplin. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Ja, du hast dich hoffentlich damit arrangiert. Der Mond befindet sich in der Jungfrau. Jungfrau-Energie ist sehr akribisch, sehr fleißig, gut organisiert und überkritisch. Ja, und das kann dich als Skorpion natürlich auch betreffen, dass du vielleicht auch so ein bisschen überkritisch reagierst oder dass dir jemand begegnet, der überkritisch ist. Jetzt muss man natürlich jonglieren, wie man damit am besten umgeht. Der Mars befindet sich im Stier und unterstützt dich nach Kräften, ruhig zu bleiben, die Dinge nicht zu übertreiben, ja, auch was die Arbeit oder das Pensum betrifft, ja, sondern immer schön auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und sich auch Zeit für sich selbst zu nehmen. Das ist ausgesprochen wichtig. Pausen gehören natürlich dazu. Auch Uranus ist im Stier und du kannst auch Dinge noch feinjustieren, verändern im Rahmen deines engeren Kreises. Das solltest du dann auch tun. Die Kommunikation ist stark, der Austausch müsste gut gelingen und ich hoffe, du hast eine gewisse Offenheit, über die Dinge, die wichtig sind, auch zu sprechen. Neptun, Saturn in den Fischen, Einfühlungsvermögen hast du ja als Wasserzeichen sowieso. Es gilt da eben auch, ich sag jetzt mal, eine gewisse Toleranz und wie gesagt, Offenheit im Gespräch zu suchen und zu finden. Und mit dem rückläufigen Pluto im Wassermann und dem Jupiter hast du natürlich auch weiter mächtig viel Ehrgeiz, ja, also Dampf unterm Kessel, solltest du aber, wie gesagt, auf ein gesundes Maß herunterschrauben, damit da nichts schief geht und du dich nicht permanent überarbeitest. Das ist wichtig. Wir haben ja Gott sei Dank heute kein Quadrat. Wir haben den König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit, das ist auch ein Mentor, ein Fachmann oder eine Fachfrau, jemand, der Ahnung von etwas hat. Wir haben den Page der Kelche, den fragst du möglicherweise um Rat. Vielleicht bittest du auch um Hilfe, das ist keine Schande. Wenn du etwas erreichen willst, dann musst du auch erkennen, wen du fragen kannst. Ne? Mit den 9 der Kelche geht es ja darum, das, was dir am Herzen liegt, auch umzusetzen. Ich sag jetzt mal, ob das im Job ist oder privat, ja. Es kann nicht schaden, sich da etwas abzugucken oder jemanden zu fragen, wie ist das, wie macht man das oder wie kann ich da am besten eine Lösung finden. Das ist keine Schande. Wir haben aber hier die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche sind hohe Ansprüche. Es sind auch zu viele Eisen im Feuer zum Beispiel, ja. Da musst du aufpassen als Skorpion. Du kannst dich mit der Zwillingenergie durchaus verzetteln oder vielleicht auch durch deinen Ehrgeiz, ja. Vielleicht bist du auch dir selber gegenüber überkritisch und verlangst immer noch mehr und noch mehr von dir. Werde dir darüber klar, ob das so ist und lass dir helfen, ja.
auch wenn, sagen wir mal, im Job oder so, du das alles an dich reißt und sagst, ich will das alles machen, irgendwo musst du auch vernünftig sein und sagen, hey, Boss oder so, ich brauche Unterstützung. Und das solltest du dann auch wirklich sagen. Weil nur, ja, sprechenden Leuten kann geholfen werden. Und das könnte nämlich nachher dazu führen, dass man eine Bauchlandung hinlegt. Und das möchtest du ja, denke ich nicht. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Die Sonne, die Venus, der Jupiter und der Merkur weiterhin in den Zwillingen. Das bringt dir natürlich viel gute Kommunikation, neue Kontakte, aber auch zu viele Angebote, Möglichkeiten, sich bei zu vielen Dingen einzubringen und zu wenig fertigzustellen, weil man eben nicht überall 100% geben kann. Und das ist eben die Gefahr bei der Zwillinge-Energie. Mit dem Mond in der Jungfrau, Erdenergie, Pragmatismus, gute Planung, Fleiß natürlich auch, aber auch Kritik. Und das kann natürlich sein, dass du dir vielleicht auch durch Überarbeitung oder zu viele Dinge gleichzeitig zu tun, ein bisschen Kritik einhandelst. Wenn dem so ist, überlege, was dran ist, bevor du dich rechtfertigst oder das irgendwie dich da rausredest oder so, ja. Die Kritik könnte durchaus angebracht sein. Wir haben dann den Neptun und den Saturn in den Fischen. Du weißt, dass Neptun dir eben auch den Blick fürs Wesentliche nimmt und da eben auch manchmal, ich sag jetzt mal, den Wunsch in den Vordergrund stellt und nicht die Realität. Gedanken können durcheinander gehen, Gefühle können Achterbahn fahren. All das kann dir begegnen. Mittlerweile könntest du es wissen, könntest du dich selber gut kennenlernen oder kennen inzwischen, um damit umzugehen. Wir hatten ja jetzt die Quadrate, vielleicht hatte ich das auch ein bisschen geschlaucht, kann durchaus auch sein. Mit Mars im Stier kannst du die Bodenhaftung gewinnen, langsam akribisch vorgehen, um Fehler zu vermeiden, die dann zu Kritik führen können. Der Uranus ist auch im Stier, hat aber nicht so viel Einfluss auf dich, birgt halt auch die eine oder andere Überraschung. Der rückläufige Pluto im Wassermann ist weiterhin natürlich auf Ehrgeiz getrimmt, auch Dinge zu bereinigen aus der Vergangenheit, aber man sollte da mit Vorsicht rangehen und nicht, zu nervös und zu eifrig, ja. Lieber gut überlegen, gut planen und sich an die Realität halten. Wir haben die 10 der Kelche, das ist sehr schöne Energie, Liebe, Partnerschaft, Familie, Freundlichkeit, Dinge, die dir am Herzen liegen. Gut überlegen, welcher Schritt der nächste ist. Das beinhaltet natürlich auch Pausen, ja. Man muss sich erstmal überlegen, wo man überhaupt hin will, bevor man losgeht. Mit dem Hierophanten geht es auch um Beziehungen. Das können sowohl Liebesbeziehungen als auch ganz normale zwischenmenschliche Beziehungen sein. Vor allen Dingen aber auch die Beziehung, die du zu dir selbst hast. Da ist wichtig, wie gehe ich vor? Bin ich da eben auch mit mir sehr liebevoll oder bin ich eher so jemand, der Stress macht, der sich selbst irgendwie drangsaliert und voranschiebt, ja? Mit Widerwillen, ja, also ein bisschen aufpassen und ein bisschen überlegen, sich Pausen gönnen. Also es hat so ein bisschen was von, bevor du irgendwas machst, überleg dir erstmal, was wirklich gut für dich ist. Anpassungsfähigkeit hast du mit dem Rat des Schicksals, der natürlich auch möchte, dass du erfolgreich bist, aber bitte nicht um jeden Preis, ja. Liebe ist drin, Gespräche, Ruhe. Also ich glaube, dass du ein bisschen langsam machen sollst, um dich nicht zu verzetteln und um auch deinen Weg zu finden, ja, wie es weitergehen soll. Also lass dir bitte etwas mehr Zeit. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Die Sonne, die Venus, der Jupiter und der Merkur in den Zwillingen, da ist richtig was los, aber auch die Kommunikation hat ihre positiven Seiten. Der Austausch ist wichtig, neue Kontakte können sehr wichtig sein. Du hast als Unterstützung den Mond in der Jungfrau, was natürlich gute Planung, Fleiß und Akribie bedeutet, aber auch
Kritikfreude. Man kann ein bisschen überkritisch sein, anderen gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber, sei da bitte ein bisschen tolerant, ja, und ja, auch zwischenmenschlich ein bisschen gefühlvoll mit Neptun und Saturn in den Fischen. Stell dich auch so ein bisschen auf deine Mitmenschen ein, es kann nicht schaden. Du hast weitere Unterstützung von Mars in Stier und auch Uranus im Stier. Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft und die Pausen bringen manchmal auch die besten Ideen, ja. Also es ist wichtig, körperlich, seelisch, sich nicht permanent zu überfordern, auch wenn vielleicht der Mond in Jungfrau das gerne so hätte. Denn wir haben weiterhin Ehrgeiz im Spiel. Der rückläufige Pluto im Wassermann ist weiterhin natürlich in Verbindung mit Jupiter und möchte expandieren. Und du bist schon erfolgreich. Das heißt, du musst dich nicht immer wieder toppen, sondern du darfst ruhig auch mal deine Erfolge feiern und genießen. Also mach dir da nicht so viele Gedanken darüber, sondern sehe auch das, was dazu gehört, das Zwischenmenschliche und die Ruhe. Wir haben heute zum Glück kein Quadrat, ja, und das ist doch schon mal sehr schön. Trotzdem haben wir die 7 der Stäbe einstehen für seine Belange. Wir haben die 5 der Stäbe, das ist der Wettbewerb, und wir haben die Königin der Münzen. Also es kann durchaus sein, dass du auch noch heute damit beschäftigt bist, so die Folgen des gestrigen oder vorgestrigen Tages aus der Welt zu schaffen, sich dich mit anderen zu einigen, zu sprechen, zu, ja, ich sage jetzt mal, die Konflikte beizulegen oder eben auch die Dinge in, ja, wieder in den richtigen Fluss zu bringen. Wir haben die Wassermann-Energie mit dem Stern, bedeutet Heilung, ja, aber bitte alles in Ruhe, ja. Und ich denke auch, es geht nicht so sehr darum, dass man gut dasteht, sondern dass man als Team, als Gruppe, als Mitmenschen, wie auch immer, eine gute Kombination hinbekommt. Also wer was gut kann, wer sich beteiligt, wer mitmacht und dass man da eben auch honoriert, dass der Wille da ist. Ja, ich sage mal, auch über Dinge kritisch zu sprechen, sich auszutauschen und in Konkurrenz zueinander zu gehen, klar, aber um der Sache willen, ja. Und ich denke, das ist so das Wichtige dabei, dass du das auch siehst und vielleicht geht ihr im Anschluss danach noch ein Bierchen trinken oder einen Kaffee oder so und könnt trotzdem über alles lachen und könnt euch, ja, nett unterhalten und so weiter. Das gehört schließlich auch dazu und ich denke, dass dir das auch gut tut, da mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen und auf den zwischenmenschlichen Bereich wieder runterzukommen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Die Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Große Unterstützung für den Wassermann durchaus, solange man nicht übertreibt und solange man sich nicht zu viel aufhalst. Das muss man immer wieder sagen, weil es wahrscheinlich derzeit sehr viele Möglichkeiten gibt und man da tatsächlich dazu ja angehalten ist, Prioritäten zu setzen, weil alles kann man sich nicht aufladen. Man muss schon ein paar Dinge wählen. Der Mond ist auch in der Jungfrau, pragmatisch vorzugehen, gut geplant und auch akribisch, und da ist auch die Kritikfreude drin. Es kann durchaus sein, wenn du zu lapidar an die Dinge rangehst und jemand deine Fehler findet oder so, dass dir das aufs Butterbrot geschmiert wird. Und zwar so, dass es auch jeder mitbekommt. Das ist unschön und vielleicht ist da sogar etwas dran. Wenn du, ja, ich sag mal, gewisse Dinge zu lasch siehst oder gewisse Sachen nicht genug geprüft wurden, dann ist vielleicht die Kritik auch deine Rettung, dass du da nicht irgendwas umgesetzt hast, was dir schaden könnte. Also auch von dieser Warte sollte man das mal sehen. Der Mars im Stier ist auch so eine Energie, die pragmatisch vorgeht und sagt, in der Ruhe liegt die Kraft und wir wollen ja nicht nur heute, dass die Dinge laufen, sondern auch noch in ein paar Jahren. Also Verlässlichkeit, langsam machen und dafür aber Genauigkeit sind oberstes Gebot. Der Uranus im Stier hat jetzt keinen Einfluss auf dich, kann aber Überraschungen bringen. Und dann haben wir noch Neptun, Saturn in den Fischen. Das Zwischenmenschliche ist
auch immer absolut wichtig, weil je nachdem, wie du dich mit den Leuten verstehst und wie ihr auch in der Kommunikation miteinander klarkommt, sind die Dinge eindeutig und geklärt. Wir hatten ja auch diese Quadrate die Tage. Vielleicht hat es da auch noch ein paar Nachwehen. Das kann durchaus auch sein. Mit dem Pluto im Wassermann und dem Jupiter ist der Ehrgeiz natürlich groß. Aber es ist nicht immer nur der Ehrgeiz vonnöten, sondern auch die Kommunikation und die Koordination untereinander. Da haben wir die Neun der Stäbe. Da ist so ein bisschen die Luft raus. Das hat vielleicht viel Kraft gekostet. Man möchte das beibehalten. Vielleicht möchte man auch seinen eigenen, ich sag jetzt mal, also was man so geschafft hat und wie akribisch man an Dingen gearbeitet hat, beibehalten. Es ist aber so ein bisschen Raubbau mit der Energie. Die Sieben der Kelche, das ist auch Illusion. Es bedeutet, dass man möglicherweise zu hoch gegriffen hat, zu viel wollte und vielleicht auch zu viele Dinge gleichzeitig. Du solltest dich schon für einige wenige entscheiden. Festhalten solltest du an den Dingen, die wirklich relevant und wichtig sind, und der Rest darf gerne hinten runterfallen. Du brauchst ein bisschen Geduld mit dir, mit deinen Mitmenschen und mit den Dingen, um die du dich kümmerst. Also triff Prioritäten und lass alles, was nicht unbedingt sein muss, vielleicht einfach erstmal beiseite liegen. Ja, das ist mein Tipp für dich. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Donnerstag, 13. Juni 2024. Sonne, Venus, Jupiter und Merkur in den Zwillingen. Kennst du schon, ist ja nicht mehr neu. Der Mond befindet sich in der Jungfrau. Pragmatismus, Erdenergie, gute Planung, gute Vorbereitung, Fleiß und Kritikfreude. Also man kann sehr nörgelig unterwegs sein oder jemand im Umfeld oder so. Und wenn man einen Fehler macht, dann weiß direkt jeder Bescheid, weil das wird an die große Glocke gehängt. Kann passieren, muss nicht. Ne? Also nimm dir Zeit bei dem, was du tust. Wir haben ja den Mars im Stier, der dir die Ruhe gibt und auch sagt, mach zwischendurch mal ein Päuschen. Und hol dir wieder ein bisschen Energie und dann kannst du weitermachen, aber mach weniger und dafür genauer. Ja. Und mit Neptun und Saturn in den Fischen, das Zwischenmenschliche ist dir sehr wichtig. Neptun bringt auch viel Fantasie und viel Illusion im Sinne von alles ist gut. Man muss sich auch mit der Realität leider immer wieder auseinandersetzen. Und das hat vielleicht die letzten Tage auch ein bisschen gecrasht. Ja, wir hatten ja diese Quadrate auch mit Merkur und mit Stier und Pluto und so weiter. Vielleicht gibt es da noch ein paar Nachwehen. Das könnte durchaus sein. Wir haben ja den rückläufigen Pluto im Wassermann, Ehrgeiz mit Jupiter, auch wenn nicht so stark wie zu Beginn, aber trotzdem möchte man was erreichen. Wichtig ist, dass es einem gut dabei geht, dass man nicht aufs falsche Pferd setzt und dass man sich auch vielleicht nicht vor einen Karren spannen lässt. Also, dass man nicht Versprechungen irgendwie folgt, obwohl man das nicht geprüft hat. Man sollte schon auch die Realität immer mit dem messen, was einem so gesagt wird. Wir haben für die Fische heute die Waage-Energie. Der Ausgleich ist wichtig, ja. Nicht nur ackern, 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 auch der Ausgleich ist wichtig. Langsam machen, Page der Münzen, nichts überstürzen. Wir haben die 10 der Münzen. Je langsamer du machst und je ausgeglichener du dabei bist, desto erfolgreicher wirst du, ja. Du magst jetzt noch keine Entscheidungen treffen und gewisse Dinge möchtest du auch nicht sehen. Kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen, ja. Vielleicht sind die Dinge auch etwas krass oder etwas zu realistisch und du sagst dir, nö, dann habe ich keine Lust mehr oder so. Es ist wichtig, dass du in deinem Tempo vorgehst und dass du darauf achtest, dich dem zu nähern, was für dich auch den Erfolg bringt, ja, wo du dich wohl dabei fühlst, sowohl körperlich, seelisch als auch karrieretechnisch. Das gehört alles irgendwie zusammen und du musst keine weitreichenden und plötzlichen Entscheidungen treffen. Aber es ist wichtig, sich zu überlegen, wo finde ich Stabilität und Sicherheit und wem möchte ich vielleicht nicht auf die Füße treten und laufe Gefahr, dann eben darauf verzichten zu müssen, weil ich vielleicht mich nicht traue, zum Beispiel. Ja?
Es ist wichtig, das ganze Bild zu sehen, sich darum zu bemühen oder eben auch vielleicht wie hier jemanden zu fragen, dass dir jemand klipp und klar sagt, was Phase ist oder was ansteht, wie das aussieht. Jemand, der dein Vertrauen genießt. Also es ist schon wichtig, dass man sich mit der Realität auch auseinandersetzt, damit du Stabilität und Sicherheit gewinnst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder.